Ja, das hat ja geklappt. Das hat, war jetzt so nicht gedacht, aber eigentlich schlecht ist es nicht gewesen. Moment, so muss ich mal die Aufnahme starten. Das ist ein schönes Bild. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Farming Nerds. Wir haben es geschafft, es ist schon wieder fast rum die Woche. Donnerstag ist heute und wir sind immer noch damit beschäftigt, auf Feld 57 die Rüben runterzurupfen. Aber wie ihr eben gerade schon gesehen habt, haben wir auch in der BGA Spaß. Mit dabei heute Heidi, der Bonkers, der Flo und der Tobi. Hi. Hi. Hallo. Hi, das ist so geil, wie der Bonkers so, dann erlebt. So, jetzt erklärt uns doch mal ganz kurz, was ihr da in der BGA so anfangt. Nee, lieber nicht. Was macht Heidi eigentlich? Die ist ganz brennend darauf interessiert, was ihr so macht. Bonkers hat hier so einen lindgrünen Hänger mit rosa Felgen. Weiß eigentlich, wie die Farbe sich ausgewählt hat. Na, wer wohl. Dann hat er die runden Silagenballen nicht runtergekommen. Und jetzt dachte ich, macht er das vernünftig mit dem Radlader. Und hier ist einfach nur Chaos. Also Bonkers as usual sozusagen. Ja. Ja, könntest du den Hänger mal wegfahren, dann kann ich die Dinger auch in die BGA schieben. Also wenn ich da rankomme, naja, aufgrund der ganzen Ballen, ja. Ja, Details, komm. Ich möchte ja nicht stören, aber ich würde mit 100% in der Reihe stehen und warten. Ja, oder musste mal vielleicht leider einmal kurz selbst abkippen, weil ich hier den Bonkers betreuen muss. Hat er jetzt schon seinen eigenen Bewährungshelfer? Ja, geht's. Schön. Alter, was ist denn los? Kann nicht sein, dass das hier wirklich BGA schon voll? Für den Dreck? Voll die BGA, geil. Ja, nee, die bleibt immer an der Aufnahme für die Ackerschiene hinten, bleibt der blöde Hänger immer hängen. Und dadurch kommst du halt nicht richtig um die Kurve. Das nervt voll, den Ding. Guck bloß nicht, was ich dran mache. Du darfst mir nicht durchs Bild fahren, Fräulein. Das ist ja geil. Hä, das ist aber wirklich dumm mit dieser Aufnahme da. Oh, Leute. Immer schön draufbleiben, Bonkers, ne? Oh Mann. Lass mir ein. Ich habe das Gefühl, der Trecker ist dafür nicht gemacht für den Anhänger oder andersrum. Der Anhänger ist für gar nichts gemacht. Nicht mal zum Abladen. Das Auge ist ja auch nicht gemacht. Genau. Na gut, stell dir den jetzt hier an die Seite hin. Und dann kannst du den Fahrball eines Unbekannten. Ja. Wir fragen mal ganz eben drüben bei Heidi nach, wie läuft's bei dir? 94%. Ja, muss selber abkippen fahren. Na toll. Ja, selbst wenn Flo jetzt hier wäre, er könnte nicht, weil sein Trecker ist voll. Hast du den voll gemacht? Auch? Ich? Was? Nein. Hast du? Oh Gott, nächstes Mal lasse ich den Schlüssel nicht mehr stecken. Du kannst doch ruhig ausmachen nächstes Mal. Warum hast du denn auch? Na, hast du auch noch einen Wagen abgekoppelt? Nee, warum? Hätte ich gesollt? Der hintere war abgekoppelt, als ich losfahren wollte. Ach Quatsch. Doch. Oh, was machst du denn da eigentlich? Lüge nicht. Ich kipp jetzt hier mein Zeug hin. Ist ja nur Privatsache. Die BGA wird jetzt richtig gut. Meinst du, heute kriegst du die Millionen voll, ja? Melonen? Eine Million. Ja. Mein Gott, das ist ein... Also der Hänger war ein guter Kauf. Ja. War nicht? Und das kann ich unterschreiben. So. Hm. Jetzt seid ihr beide auch wieder leer, jetzt habe ich ja nichts zu tun, ne? Wie sieht's denn aus? So, BGA ist fertig, die Ballen sind weg. Mission accomplished, was geht jetzt? Ballen sind weg, gerade, was wollten wir noch machen? Rasenmähen wollten wir noch auf der 73, glaube ich.
Nee, Rasen gemäht war. Nur der Dreck, nur der Rasenmäher muss weggeräumt werden. Dann bin ich jetzt im Rasenmäher. Der müsste zurück auf den Hof und gereinigt werden. Gut. Und direkt ein Unfallboot. Geil. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe manchmal nicht das Gefühl, wenn ich so reden Was? Höre. Reden. Was? Aber Bongras. Ist das nicht so? Ja. Ja. Weißt du, wenn Tobi anfängt zu lügen, muss er immer langsamer sprechen. Da muss er sich konzentrieren, damit er sich nicht verspringt. Das stimmt so gar nicht. Ich habe übrigens am Wochenende mal bei den Profis auf YouTube ein bisschen zugeguckt. Tatsächlich haben die ein paar total geile Mods am Start. Und da wir ja auf dieser Karte 50 Folgen spielen wollen und uns so langsam dem Ende nähern, habe ich schon mal angefangen, für die neue Karte Mods runterzuladen. Ziemlich geiles Zeug. Also das wird sehr, sehr schön. Also lustig auch. Wollte ich schon mal sagen. Lustig ist gut. Ja. Ey, bin gespannt. Ja, am allergeilsten muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt viele, viele geile Modifikationen und ich habe euch ja schon mal erzählt von diesem Menschen, der Hirschfeld mit Nachnamen heißt. Ja. Mega Typ, also mega Ahnung auch. Und der hat, ich glaube, er mit ein paar Modderfreunden zusammen, die haben eine Waschanlage entwickelt. Das ist richtig geil, weil die Waschanlagen, die du sonst haben konntest, da konntest du halt das Fahrzeug reinfahren und dann musstest du trotzdem mit diesen quasi Kärchern da rumwedeln. In der neuen Waschanlage fährst du tatsächlich rein, die Türen gehen zu und das Ding wäscht die Fahrzeuge komplett von alleine. Richtig geil. Nice. Also das werden wir auch auf der neuen Map dann einbauen. Und für die Freunde des Fast Foods habe ich auch ein Schnellrestaurant schon runtergeladen. Sehr gut. Ja, muss ja auch nicht denken. Da stehen sie denn an, alle. Genau. Mhm. Moment doch, wir sind gleich da. So, Flo, 76 bei mir. Kann man da Rübensalat kaufen dann in dem Schnellrestaurant? Selbstverständlich. Magst du gerne? Meine andere Frage, gibt es hier so eine Sprühdüse für die Frontscheibe? Kann man das bedienen? Nein. Okay. Das ist deine alte Psychose wieder, wenn die Scheibe dreckig ist. Ach echt jetzt? Das kenne ich doch bei dir. Das ist das Schlimmste. Ja, das muss ja als Pilot scheiße sein, wenn du in Frankfurt gerade abhebst und über den Wald durch so einen Mückenschwarm fliegst. Einmal so Sports. Nein! Bis nach Amerika, das halte ich nicht aus. Das ist immer so, auch wenn du gerade eine Scheibe geputzt hast, auch bei kleineren Flugzeugen, in Strausberg zum Beispiel, da gibt es immer diesen einen Käfer, der im Startlauf genau auf Augenhöhe gegen die Scheibe klatscht. Oh oh. Ja. Mücken sind das geringste Problem, was gegen die Scheibe fliegen kann. Oh. So, das haben wir. 96. Also wer braucht jetzt noch Hilfe? Oh, das braucht's nicht mehr. Bonkers, du könntest schon mal Geld ausgeben und könntest die Maus kaufen. Ich will auch Geld ausgeben. Mach ich, warte. Wo ist die? Ich will auch Geld ausgeben. Muss die in die Stadt? Der Rübentechnik. Hä, der ist Wagen das? Ist noch nicht voll, warum? Macht was der denn das hier? Maus. GPS? Ja, mit GPS. So kann ich die Felgenfarbe nicht ändern. Oh, oh nein! Kostet nur eine 500.000. Gibt's auch einen Schnäppchen. Gibt's auch einen Mod, wo man dann mehr Rübensorten anbauen kann? Denn noch haben? Naja, es gibt so Multifruchtkarten und so ein Krams, da gibt es alles mögliche dann drauf. Multivitaminkarten. Genau. ACE, Blumen. Junge, die geilen Wendereius. Na, gar keinen sozusagen. Doch, also sonst wäre ich jetzt gerade nicht gegen das Tor gefahren. Wo wollt ihr überhaupt hin? Wo springen denn die? Auf die 75. Richtig.
Dann kannst du dich mit dem Gerät schon mal vertraut machen und dann können wir abfahren. Ich weiß, wo die Hupe ist. Das ist schon mal gut. Oh, das ist aber eine schöne Miete. Ach, geil. Junge. Oh, gut. Du musst halt gucken, dass du diesen Auslauf, wo dann hinterher die Fahrzeuge runterfahren, dass du den noch entsprechend ausklappst und dann fährst du schon mal an die Miete ran und dann... Alter. Können wir mit drei Zügen abfahren. Bei mir zeigt er 10 an. Dann leg mal los hier. Das dauert noch. Wie ist denn der Reparaturstatus, Heidi? Links? Wo darf er denn sein oder wo muss er denn hin? Ist er noch grün? Ja, mittig. Okay. Mich nur gewundert, wenn der nur 10 fährt, ob der dann vielleicht schon geschädigt ist. Von mir aus kann's losgehen. Oh mein Gott. Ey, nochmal, lass uns erst das Feld abernten und dann wirklich mit 3 Abfahrern fahren. Ja, wie sieht das denn aus, Bomber? Ja, warte, ich klapp mal wieder ein, das ist viel geiler. Ab nochmal. Ja? Ist das ein Bombenvoller ab eigentlich? Falsch. Geilste ist die Kabine. Alter, was ist das für ein Ding? Das ist mega gut. Mega gut. Tschüss. 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 Tschüss, habe ich gesagt. Weil er da über die Straße davon gerannt ist. Und dann ist er auf einmal verschwunden. So war das. Oh. Also das Mäuschen steht bereit und es ist mega geil. Also kann man nur sagen. Hammerteil, ne? Ja, wirklich. Na, eigentlich habe ich gesagt, man kann nur sagen, mega geil. Mega geil. Okay, mega geil, oder? Ah, mega geil, sag ich. Ein übelstes Ding. Hä? Habe ich ein Stück Holz verloren, ey. Ja. Holz. Holz? Holz. Holz. Hab dich. Vor mir liegt die ganze Zeit der 5,8 Gigahertz Receiver rum. Receiver oder was? Bitte? 5G Receiver? 5G Receiver. 5 Gates Receiver. Ja. Für die Drohne, ich bin total heiß drauf, das auszuprobieren. Dass auch auf Linux läuft, zum Beispiel. Ich hab ja, mach mal. Ja, also die Brillen sind mir noch zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Das ist überhaupt nicht ansatzweise mein Budget, die 700 Euro da. What? Und ja, also die Brillen kriegst du selber billiger. Die kriegst du für 400 Euro ungefähr. Aber du musst dann noch Receiver dazu kaufen, Akku. Und anderes Kleinzeug, eigentlich 2 Receiver, Antennen sind nicht dabei und so weiter. Und dann geht's ganz schnell hoch bis 700 Euro. Genau. 86? Da gibt's halt eine günstige Alternative für 20 Euro. Also entweder kauft man sich einen Bildschirm, der schon alles kann, für 80 Euro. Oder du nimmst halt für 20 Euro so ein kleines Modul, was du über USB an deinen Rechner ansteckst. Oder an dein Telefon, geht auch. Android, in dem Fall. Und der nimmt dann auch die Signale auf, sind einfache analoge Videosignale. Dann die 5,8 Gigahertz. Dann kannst du auch rumhacken. Der hört die Signale einfach. Ja? Der hört die Signale. Genau. Ist dann wie so ein Modem. Die ganze Zeit. Ja, okay. Aber nichts für Zeit gespart. Ja, ich würde mir das auf jeden Fall dann mal anklicken.
So, liebe Freunde der italienischen Oper. Das war's schon wieder für diesen Donnerstag. Genauen. So. Oh. Genau, wir basteln noch weiter an unserer Miete und morgen sind wir dann damit beschäftigt, ganz kräftig abzufahren und endlich Geld zu verdienen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat. Ach nee, warte mal, ich bin ja gar nicht dran. YouTube abgesang. Danke. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben, wäre super, und die Glocke drücken. Die Glocken drücken, ganz wichtig. Vielen Dank. Oder so. Bis morgen, tschüss. Tschüss.